Studium. Okay, also das ist der Punkt. Erstmal so. Das war auch aufmerksam folgt Bischof Dr. Franz Jung den Ausführungen des Vorstandsvorsitzenden der Firma CAE in Würzburg. Das Center for Applied Energy Research forscht und berät in Sachen erneuerbare Energien auf höchstem Niveau. Wichtig für die katholische Kirche, denn alleine das Bistum Würzburg verfügt über 4.500 Immobilien, die auf den neuesten Stand der Klimatechnik gebracht werden oder eben abgestoßen werden müssen. Für Neubauten gelten natürlich ohnehin die neuen Bauvorschriften. Unser großes Problem sind unsere vielen denkmalgeschützten Gebäude, die wir haben. Also da müssen wir überlegen, haben wir auch gehört, es gibt auch Möglichkeiten im Bestand noch einmal darüber nachzudenken, wie man ein Gebäude neu ertüchtigen kann. Das war jetzt ja auch eine neue Einsicht dieses Besuches. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Unsere wunderbaren ganzen Barockkirchen von Balthasar Neumann. Wie kriegt man die instand gesetzt? Was bedeutet es, die energetisch heute auf Stand zu bringen? Auch die große Frage, auch in vielen Kirchenverwaltungen, dürfen wir Sonnenkollektoren aufs Dach machen oder nicht? Wie können wir Energiekosten sparen? Und was bedeutet es, ein Gebäude so zu ertüchtigen, dass die nächsten 50 Jahre gut läuft? Ne? Sorgen, die man einem geistlichen Oberhaupt zunächst nicht zuordnen würde. Aber genau das sind die aktuellen Probleme der katholischen Bistümer in Deutschland. Umso wichtiger ist der Betriebsbesuch von Bischof Jung bei einem der führenden Forschungsinstitute in Sachen praktische Umsetzung erneuerbarer Energien in Kooperation mit Unternehmen. Finde ich aber auch sehr wichtig und extrem spannend, weil Kirche ist ja auch einer der größten Immobilienbesitzer in Würzburg. Und Würzburg hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Und ohne diesen Aspekt, dass man sagt, also die Gebäude der Kirche mit zu betrachten, wird es nur schwierig gehen. Und ich denke, wir haben schon aus der Forschung und Entwicklung auch ganz interessante Ansätze, gerade in schwierigen baulichen Situationen, da neue Impulse zu geben. Auch wenn die neue Technik in der Kürze der Zeit nicht im Detail erörtert werden konnte, der Besuch der Abordnung der Diözese Würzburg beim Center for Applied Energy Research ist eine der vielen Schritte, die das Bistum Würzburg unternimmt, um ihre Gebäude in eine klimagerechte Zukunft zu überführen.